Dann rufe ich auf Tagesordnungspunkt 2, Aktuelle Stunde. Die Fraktion der Piraten hat mit Schreiben vom 26. Januar 2015 gemäß § 95 Absatz 1 der Geschäftsordnung zu einer aktuellen Frage der Landespolitik eine Aussprache beantragt. Das Thema lautet: Überwachung löst keine Probleme, Sofortprogramm zur Deradikalisierung starten. Die Beantragung dieser Aktuellen Stunde trägt die Drucksachennummer 7816. Ich eröffne die Aussprache, und als erster Redner hat für die antragstellende Fraktion Herr Kollege Herrmann das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger. Um es vorwegzunehmen: Die Anschläge in Paris sind menschenverachtend und durch nichts zu entschuldigen. Unser Antrag auf eine Aktuelle Stunde entschuldigt auch nichts, sondern es ist bitter nötig, darüber zu diskutieren, welche Schlüsse wir aus diesen Terroranschlägen ziehen. Wir halten Angst und Überwachung für schlechte Ratgeber. Und wir würden uns wünschen, wenn die Kölner über den Wert ihrer Narrenfreiheit im eigentlichen und auch im politischen Sinne noch einmal nachdenken. Nachdenken wünschen wir uns auch immer von Herrn Innenminister Jäger, denn er sagt seit den Anschlägen noch häufiger, dass die Rückkehrer aus Syrien potenziell besonders gefährlich wären, und spricht nur von immer mehr Überwachung. 40 Rückkehrer haben wir in Nordrhein-Westfalen zurzeit. 10 davon sollen möglicherweise gewaltbereit sein. Diese 10 sollten den ganzen Überwachungsdruck spüren, und sie sollten merken, dass wir eine starke Polizei und starke Sicherheitsbehörden haben, und die für den Fall der Fälle bereitstehen. Und die Gesetze, damit umzugehen, die haben wir auch bereits. Aber die anderen, nicht nur die restlichen 30 Rückkehrer, auch die Tausenden und Millionen Menschen, die nicht Müller, Meier, Schulze heißen, trotzdem Deutsche sind oder einer anderen Nationalität angehören, die müssen das Gegenteil spüren, nämlich dass sie hier willkommen sind, Teil von unserem Land und Teil von unserer Gesellschaft. Aber das Willkommen ist immer noch zu leise, und das muss sich ändern. In Deutschland verfolgen wir seit Jahrzehnten die völlig falsche Politik. Der jahrzehntelange Widerstand der Gesetzgeber und Parteien gegen Einwanderung hat immer noch Einfluss auf Politik und Gesellschaft, auf die Stimmung der Mitte. Besonders Muslime erfahren in Deutschland viel Ablehnung. Und auch heute noch sagen Politiker, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört. Unsere Landtags-CDU fantasiert in Bonn Anwerbungen durch Salafisten in Sammelunterbringungen herbei und schürt so Ängste gegen Flüchtlingsunterbringungen. Das alles fördert Pegida, Kögida und Co. Und das fördert auch Radikalisierung. Das müssen wir ändern. Und sollten die wieder zunehmenden Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte, Synagogen und Moscheen, der zunehmende Rassismus, die Hetze und Gewalttaten gegen Minderheiten und Menschen, die sich Nazis in den Weg stellen, mindestens genauso beschäftigen wie die sehr kleine Anzahl radikalisierter Rückkehrer? Auf diese komplexe Lage ist die Antwort von Innenminister Jäger einfach und schlicht: Mehr von demselben. Mehr Überwachung, mehr Repression, mehr Misstrauen. Dabei haben wir davon schon mehr als genug in unserer Gesellschaft. Haben Überwachung und Repression die Anschläge verhindert? Nein, sie haben die Radikalisierung sogar eher gefördert. Um präventiv wirken zu können, muss man zunächst verstehen, wie es zur Radikalisierung kommt. Wer sich nicht verstanden fühlt oder abgelehnt fühlt, sucht Identifikation mit einer Gruppe. Es kann ein Fußballverein sein, eine ethnische Gruppe oder ein Religionsverein. Viele solcher Identifikationsvorgänge sind harmlos. Gerät man aber an eine Gruppe mit radikalen Ansichten, die ihre Aufgabe nicht darin sieht, in der Gesellschaft mitzuwirken, sondern in welcher die Gesellschaft abgelehnt wird, wird die Gruppe das Gefühl des Nicht-Verstanden-Fühlens nur verstärken. Das heißt dann: Wir gegen die. Damit werden dann die Feindbilder aufgebaut, die nur schwer wieder umzustürzen sind. Die Gruppe wird argumentieren: Seht ihr, die haben was gegen uns, die wollen uns nicht, die hassen uns. Mit repressiven Maßnahmen werden diese Feindbilder nur bestätigt. Das sagen übrigens nicht nur Experten wie Claudia Danschke von Hayat.
Selbst Herr Maaßen, Leiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz, erklärte in einer Anhörung im Bundestag, dass die präventive Arbeit entscheidend sei. Allerdings könne seine Behörde nicht den Sozialarbeiter spielen. Hierfür seien andere Institutionen einfach kompetenter. Wenn es nun also die Erkenntnis gibt, dass mehr Prävention das Radikalisierungsproblem lösen kann, warum wird dann so wenig gemacht? Herr Innenminister Jäger wird nachher erzählen, dass es Präventionsprogramme in Nordrhein-Westfalen natürlich schon gibt. Und tatsächlich gibt es in Nordrhein-Westfalen seit Mitte 2014 ein Präventionsprogramm gegen Salafismus namens Wegweiser. Auf der Kontaktseite Wo kann ich Wegweiser erreichen? Projektpartner vor Ort, wird auch schön auffällig erstmal ein Pressekontakt vermittelt. Wirkt das auf Jugendliche, die sich melden wollen, vertrauenswürdig? Der Innenminister wird uns auch erzählen, dass Nordrhein-Westfalen Vorreiter ist und andere Bundesländer Wegweiser kopieren. Unerwähnt wird er lassen, dass es zivilgesellschaftliche Deradikalisierungsprogramme schon seit Jahrzehnten gibt. Unerwähnt wird er lassen, dass Wegweiser gerade erst angelaufen ist. Man kann also noch gar keine Aussage darüber treffen, ob das Programm angenommen wird. Man darf auch seine Zweifel daran haben. Im Herbst letzten Jahres hat das Bundesamt für Verfassungsschutz sein Aussteigerprogramm HATIF, heraus aus Terrorismus und islamischem Fanatismus, ersatzlos eingestellt. In 4 Jahren hatten sich hier lediglich 7 Personen nach Hilfe für sich selbst erkundigt. In keinem einzigen Fall kam es zu einer Unterstützungsmaßnahme seitens des Amtes. Das zeigt auch, warum Herr Maaßen die Finger von solchen Programmen lässt. Sie werden nicht angenommen. Gefährdete junge Menschen erreicht man eben nicht über ein Kontaktformular auf einer amtlich aussehenden Seite im Internet. Was also tun? Diese Menschen müssen da abgeholt werden, wo sie sind. Dazu gehören Initiativen vor Ort, dazu gehören Einzelansprachen und nicht zuletzt gehört dazu auch die jugendgerechte Ansprache im Internet und in den sozialen Medien. Davon sehen wir leider nicht viel. Internetauftritte von Behörden und staatlichen Stellen wirken immer noch amtlich und bürgerfern. Und wenn mal eine Behörde wie die Polizei Essen-Mülheim versucht, sich auf Facebook bürgernah zu geben, wird von Herrn Jäger das Duzen der Facebook-Fans verboten. Damit wird signalisiert, Sie kommunizieren mit uns nicht auf Augenhöhe. Wir sind der Staat und Sie sind nur Bittsteller. So kann aber kein Vertrauen entstehen und deswegen werden behördliche Aussteigerprogramme auch fehlschlagen. Fangen Sie also an, die sich haben radikalisieren lassen, zurückzuholen, anstatt sie weiter auszugrenzen und nur zu überwachen. Holen Sie die Unterstützung von zivilgesellschaftlichen Gruppen mit jahrelanger Erfahrung wie Hayat und anderen und lassen Sie den Verfassungsschutz außen vor. Wir sind überzeugt, dass das wirkungsvoller für die Terrorprävention ist, als die Reisefreiheit einzuschränken, Google und andere Anbieter zu freiwilliger Internetzensur aufzufordern, Verschlüsselung zu verbieten und europaweit unsere Fluggastdaten zu speichern. Denn das sind Maßnahmen, die uns alle unfrei machen, und das ist der falsche Weg. Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Für die SPD-Fraktion spricht der Kollege Stoppke. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beschäftigen uns heute hier im Parlament mit der Entscheidung, nach dem Terroranschlag von Paris in Nordrhein-Westfalen Polizei und Verfassungsschutz auszubauen, und zwar umfangreich zu verstärken. Das war im Übrigen auch bereits Thema im Innenausschuss in der letzten Woche, wo, vielleicht jetzt im Gegensatz zu heute, alle Fraktionen diesen Schritt begrüßt haben. Nun, eine Woche später, habe ich persönlich den Eindruck, ist den Piraten aber aufgefallen, dass man noch irgendwie den Versuch machen muss, das irgendwie noch mal kaputt zu machen. Deshalb sprechen die Piraten auch in ihrer Beantragung dieser Aktuellen Stunde davon, das sei wieder mal nicht genug, was da gemacht wird, und es müsse doch noch mehr Prävention geben, und es müssten doch außerdem gar nicht so viele Terrorverdächtige beobachtet werden. Ja, man, ich sage mal, die Kraft, mit der Sie gerade Ihren Vortrag geleistet haben, macht klar, welche Inhalte dahinter stecken. Ich hatte Schwierigkeiten, Ihnen zu folgen, weil weder inhaltlich noch vom Ausdruck her ich den Eindruck hatte, Sie wollten uns irgendeinen klugen Hinweis geben. Und deshalb ist nach dem Anschlag von Paris uns nämlich hier deutlich geworden, dass insbesondere bei den terroristischen Rückkehrern eine neue Brisanz entsteht.
Die setzen sich nicht, so wie das früher der Fall war, monatelang hin, planen einen Bombenanschlag oder ein Selbstmordkommando, sondern diese Täter hatten sich auf einen Rückzug vorbereitet, sich mit Schusswesten ausgestattet und hätten ihre Terrorakte immer weiter fortgesetzt. Deshalb muss man auch gerade bei den Rückkehrern genau darauf achten, ob es sich bei der Gruppe um diejenigen der Desillusionierten, der Enttäuschten oder eben auch der Radikalisierten handelt. Und wer diese Gruppe der Radikalisierten beobachten will, Herr Kollege Herrmann, benötigt aber 6 bis 8 Beamte im Schnitt pro Schicht, also 24 Beamte an einem Tag. Und ich sage mal, selbst wenn man die höhere Mathematik nicht unbedingt kann, kommt man schnell auf die Idee, dass wir schon vorher und nicht erst nach dem Anschlag von Paris, was sowas angeht, an unsere Belastbarkeitsgrenze gekommen sind. Und deshalb halten wir es als SPD-Fraktion weiterhin auch für gut und richtig, dass Regierung und die sie tragenden Fraktionen binnen 72 Stunden, das muss man ja erstmal hinbekommen, zeitlich, organisatorisch und auch intellektuell, auf ein Maßnahmenpaket verständigen konnten, welches sicherlich der Minister für Inneres und Kommunales gleich vorstellen wird. Aber allein die Mehreinstellung von 360 Polizeianwärterinnen und Anwärtern sowie die erneute Verstärkung des Verfassungsschutzes um insgesamt 29 Personen auf über 50 neue in den letzten Monaten macht klar, wie ernst Rot und Grün hier in Nordrhein-Westfalen die Gefährdungslage nehmen. Ich möchte in diesem Zusammenhang gerne darauf hinweisen, dass Nordrhein-Westfalen nämlich im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern seit 2011 mehr Polizistinnen und Polizisten einstellt, als pensioniert werden. Übrigens ganz im Gegensatz beispielsweise zu Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz oder Berlin. Wir brauchen aber zusätzlich zu mehr Einstellung von Personal eine optimierte Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden, im Übrigen nicht nur nach dem NSU-Sache in Deutschland, sondern auch in der Europäischen Union. Und bevor einer jetzt hofft, ich würde was zum Thema Mindestspeicherdauer sagen, da haben wir ja im nächsten Tagesordnungspunkt die Gelegenheit, uns damit zu beschäftigen. Da wird der Kollege Wolf die Gelegenheit nutzen, für die SPD-Fraktion Vorbehalte, aber auch Nutzen gegeneinander abzuwägen. Aber, und da bin ich mit den Piraten dann einer Meinung, und wir sind es, glaube ich, auch, der einzige Punkt der Beantragung der Aktuellen Stunde, den wir unterstützen, ist es, neben Repression auch Präventionsarbeit zu stärken. Aber da hatte ich trotz Ihrer, in der Beantragung steht ja gar nichts dazu. In Ihrer Rede haben Sie wenigstens mal darauf hingewiesen, dass wir was machen, und haben das so suffisant versucht, kaputt zu reden. Der Minister wird mal darauf hinweisen, aber. Also ich kann Ihnen nur sagen, dass Sie noch nicht mal in der Beantragung was dazu schreiben, dass wir unser Projekt Wegweiser haben, das Präventionsprojekt, das bundesweit anerkannt ist und bei der Innenministerkonferenz im Dezember hier in Nordrhein-Westfalen ausdrücklich von allen begrüßt worden ist, als es eingebracht wurde von Innenminister Jäger. Von Ihnen kein Hinweis darauf, dass hier in Nordrhein-Westfalen jetzt seit fast einem Jahr Moscheevereine, Sozialarbeiter, Psychologen, das Jobcenter, die Polizei und andere gemeinsam daran wirken, junge Leute vor einem Abgleiten in die radikale Szene zu schützen. Warum Sie das ausgeblendet haben, Kollege Herrmann, oder Sie alle als Piraten, erklärt sich mir nicht. Stattdessen sagen Sie gerade hier was, Herr Kollege Herrmann, da werde ich mir noch mal das Protokoll hier der Plenarsitzung anschauen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, unsere Art in Nordrhein-Westfalen mit dem Islam und der Islamfeindlichkeit und allem umzugehen, würde eine Radikalisierung noch fördern. Wenn Sie das so gesagt haben, ich gucke noch mal nach, werden wir beide das noch mal thematisieren. Sie wollen doch nicht ernsthaft den Vorwurf machen, dass unsere Form der Politik, der Innenpolitik in Nordrhein-Westfalen mit Repression und Prävention umzugehen. Andere Täter, ja, Sie meinten das irgendwie nicht so. Deshalb wollen wir ja noch mal nachgucken. Ich nehme sowas immer ernst, wenn Sie das sagen. Deshalb bleibt uns bei Ihrem Beantragungspunkt letztlich nur noch eins. Und das finde ich sehr schade. Vor 2 Tagen hatten wir noch einen Konsens in der Verurteilung der Taten von Paris. Ja? Wir haben aber keinen Konsens in der Frage, ob eine Beobachtung von Rückkehrern nicht erforderlich ist. Sie wollen das nicht. Wir wollen das. Ich möchte nämlich Ihre Auffassung keinem Menschen erklären, den Menschen nicht erklären, die nach einem Terrorakt danach fragen, warum ein terroristischer Rückkehrer nur deshalb nicht beobachtet wurde, weil Sie der Meinung waren, es sei der zweite von 50 und den müsse man nicht mehr beobachten. Deshalb begrüßen wir ausdrücklich die angekündigten Maßnahmen der Landesregierung zur Stärkung der Sicherheit in unserem Land und gehen davon aus, dass alle im Landtag vertretenen Fraktionen in dem Wunsch übereinstimmen, dass Nordrhein-Westfalen, Deutschland und Europa von weiteren Terrorakten verschont bleiben. Besten Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Stoltenberg. Für die CDU-Fraktion spricht der Kollege Hegemann.
Präsident, meine Damen und Herren, Herr Stotko, Sie müssen jetzt tapfer sein, denn ich werde Ihnen in weiten Teilen Recht geben. Was hat er falsch gemacht? Das muss er jetzt selber wissen, was er falsch gemacht hat. Meine Damen und Herren, die CDU-Fraktion hat im letzten Innenausschuss, als der Minister seine Maßnahmen vorgestellt hat, da habe ich das Zitat übernommen von Schröder, Ihnen uneingeschränkte Solidarität angeboten. Da haben die Piraten gleich gesagt, nee, Opposition, wir nicht. Also beim Kampf gegen Terrorismus haben Sie nicht die uneingeschränkte Solidarität, nämlich die der Piraten nicht. Und deshalb ist der Antrag heute auch nicht verwunderlich. Wenn man ihn für sich alleine liest, Überwachung löst keine Probleme. Nein, nur Überwachung löst keine Probleme. Sie können auch sagen, mit Überwachung ist das schreckliche Attentat in Paris passiert. Aber ohne Überwachung wäre viel mehr passiert. Und ohne Überwachung wäre viel schlechter aufgeklärt worden in Paris. Und deshalb wünsche ich mir, Herr Minister, die gleiche Kraft, die Sie zum Beispiel gegenüber Rockerbanden verwenden, gegenüber radikalen Salafisten einzusetzen. In Ihrer Amtszeit sind die von 40 auf 190 gewachsen, also fast vervierfacht. Das wird von Ihnen bedauert, aber auch dann zur Kenntnis genommen. Das ist so geschehen. Herr Staatssekretär lacht, wahrscheinlich sind es mehr. Es kann nicht sein, dass es in Nordrhein-Westfalen Unterstützungsvereine gibt, die gemeinnützig sind und für den Kriegsdienst werben. Die Leute für den Kriegsdienst anwerben, syrische Hilfsvereine, und die sollen auch noch gemeinnützig sein. Finanzminister soll sich mal darum kümmern. Das kann doch wohl nicht wahr sein, was wir hier in Nordrhein-Westfalen dulden. Nicht alle der 40 Rückkehrer sind tickende Zeitbomben, aber die Experten gehen davon aus, die meisten. Es sind einige traumatisiert, ja. Gut, alles, was Sie nicht wissen, ist falsch. Also gut. Also die meisten stellen eine Gefahr dar. Und darüber möchte ich als Staatsbürger informiert sein. Und dazu gehört dann auch Überwachung. Und wenn Sie sagen, aber es gibt doch eine Präventionsmöglichkeit. Also gut, die gibt es. Wir haben für Höxter bis Aachen 3 Vollzeitkräfte zum Thema Prävention. Das ist sicherlich nicht ausreichend. Das ist einer der wenigen Punkte, wo wir uns dann einig sind. Da muss man schon mehr tun. Aber wenn Sie den Verfassungsschutz ablehnen, wie Sie das hier wollen, wie wollen Sie denn überhaupt Prävention ansetzen? Die einzigen, die Erfahrung haben, wer sich radikalisiert, ist der Verfassungsschutz. Und deshalb muss der gestärkt werden und nicht geschwächt werden. Und der Staatsschutz muss gestärkt werden und nicht geschwächt werden. Also wer wirklich Prävention will, muss wissen, wo er Prävention bei wem ansetzen kann. Und das können Sie nicht durch Lektüre der Zeitung erfahren. Dazu brauchen Sie diese Dienste. Gott sei Dank haben die Dienste auch Anschläge in Nordrhein-Westfalen verhindert, auch ausländische Dienste. Sie sagen, gut, dass wir es noch rechtzeitig gewusst haben. Und der Anschlag, Sie mögen über die Demonstrationsfreiheit jetzt reden, der Information, dass Anschläge in Dresden geplant sind, sind über die Dienste gekommen, sogar über ausländische Dienste. Und der Verantwortliche war froh, dass er informiert worden ist. Also ich bin froh, dass es diese Einrichtung gibt. Ich glaube auch nicht, dass sich irgendjemand von diesen Einrichtungen ausgeschnüffelt fühlt. Der sagt, ich bin froh, dass ich da bin. Ich bin froh, dass ich in Ruhe mein Leben leben kann. Und ich fühle mich nicht durch diesen Staat gegängelt, sondern ich habe Angst vor Terroristen. Und ich erwarte, dass der Staat mich davor schützt. Meine Damen und Herren, der Kollege Golland wird gleich noch zur Datenspeicherung und anderen Dingen einiges ausführen. Ich kann also nur einen Satz sagen. Auch durch Vorratsdatenspeicherung wäre Paris nicht verhindert worden. Aber so schnell aufgeklärt, dass innerhalb von wenigen Stunden wissen, wer mit wem telefoniert hat, dass andere Täter ermittelt worden sind, das können Sie anhand der französischen Gesetzgebung nachvollziehen. Das alles wäre nicht möglich, wenn Sie nicht das Wissen gehabt hätten. Ich freue mich, und das sage ich jetzt auch ohne irgendeinen Hintergedanken erbringen, dass die Grünen dazu stehen. Das ist auch nicht immer so gewesen. Ich kenne Zeiten, wo die Grünen mehrheitlich den Verfassungsschutz abschaffen wollten. Heute sind wir froh, dass wir ihn haben. Also wenn ich mal so an Roland Appel denke, der also irgendwo völlig beseelt war, der wie andere Karthago zerstören wollten, wollte deren Verfassungsschutz abschaffen. So, meine Damen und Herren, ich sage zuletzt auch noch eins. Wir haben in Kauf genommen, Herr Minister, dass Sie durch Ihre Maßnahmen den Wach- und Wechseldienst schwächen.
dass Sie Polizisten aus dem normalen Polizeidienst abziehen. Das fällt uns nicht leicht als Opposition, weil wir sagen, da hatten wir sowieso zu wenig. Und jetzt ziehen wir noch welche ab. Aber die Tatsache zu wissen, wofür sie gebraucht sind, ermöglicht uns da auch die Zustimmung. Und ich hoffe nur, dass die Zahl, die Sie jetzt abziehen aus dem Polizeidienst, nicht nur kurzfristig kompensiert wird, sondern dass mehr eingestellt wird als bisher. Hören Sie die Hilferufe der Polizei, hören Sie auf die Experten und hören Sie vielleicht mal etwas weniger auf Parteifreunde hier. Ich denke, zu Anfang der Legislaturperiode wollten die Grünen ja den Polizeiapparat erheblich kürzen. Ich sehe da ein bekanntes Gesicht, der sich da hervorgetan hat in der Frage. Widersprechen Sie dem, wir brauchen eine stärkere Polizei und keine schwächere. Wir brauchen Sicherheit für unsere Bürger und deshalb kann man diesen Antrag nur ablehnen. Und ich glaube, Sie haben auch nichts anderes erwartet. Vielen Dank, Herr Kollege Hegemann. Für die Fraktion Die Grünen spricht Frau Kollegin Schäfer. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Hegemann, ich gehe da jetzt nicht länger drauf ein. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Aber ich will nur noch mal daran erinnern, dass wir hier im letzten Jahr, finde ich, ein sehr gutes, oder vielleicht ist es auch schon 2 Jahre her, ein sehr gutes rot-grünes Verfassungsschutzgesetz gemacht haben, wo wir uns als Grüne sehr eindeutig positioniert haben. Und ich sage es Ihnen auch ganz ehrlich, mir wäre es lieber, wir bräuchten keinen Verfassungsschutz, keinen Nachrichtendienst. Aber ich glaube, angesichts der Bedrohungslagen, die wir nicht nur im Salafismus, sondern auch im Rechtsextremismus haben, ist dieser notwendig. Und dazu hat sich meine Fraktion ja auch sehr eindeutig positioniert. Ich will hier noch mal sagen, dass uns der schreckliche Anschlag von Paris am 7. Januar 2015, glaube ich, alle schockiert hat, alle erschüttert hat. Und in Bezug auf den Salafismus, auf die Ideologie, finde ich, hat es noch mal 2 Sachen auch sehr deutlich gemacht. Zum einen, wie menschenverachtend diese Ideologie ist. Auch, dass antisemitischer Hass eine Rolle spielt in dieser Ideologie, also was die Geiselnahme in dem koscheren Supermarkt angeht. Also wir reden hier einfach von einer Menschenverachtung, von dem der Salafismus, der gewaltbereite, verfassungsfeindlich geprägt ist, aber auch wie demokratiefeindlich dieser Salafismus ist. Es war ein Anschlag auf die Meinungs- und auf die Pressefreiheit und damit letztendlich eben auch auf zentrale Grundrechte in unserer Demokratie. Und ich finde es einfach großartig, dass es so starke Signale aus der Zivilgesellschaft gegeben hat, aber auch am Mittwoch hier im Plenum, dass wir gemeinsam gesagt haben, wir lassen uns nicht davon einschüchtern, aber wir stellen Musliminnen und Muslime auch nicht unter Generalverdacht. Und da bin ich auch einfach froh darüber, dass wir so eine starke demokratische Gesellschaft haben, die das eben nicht zulässt, was Terroristen wollen, dass sie uns einschüchtern lassen wollen, sondern dass wir hier stehen für die Demokratie, für Meinungs- und für Pressefreiheit. Was man aber schon sagen muss, ist, wir haben eine Veränderung in der Sicherheitslage nach Paris. Das haben auch die Diskussionen in der offenen PKG-Sitzung, die übrigens ja erst möglich geworden ist durch unser neues Verfassungsschutzgesetz. Aber in der offenen PKG-Sitzung in der letzten Woche und auch im Innenausschuss ist in den Diskussionen, finde ich, sehr deutlich geworden, was sich auch in der Sicherheitslage nach Paris verändert hat. Zum einen, dass wir die Gefahr haben, dass es möglicherweise Nachahmungstäter gibt, aber auch, dass potenzielle Täter hier, glaube ich, auch noch mal festgestellt haben, wie einfach es ist, einen Anschlag zu begehen letztendlich und wie einfach es ist, auch eine Gesellschaft zu erschüttern und zu erschrecken. Und deshalb finde ich es richtig, darauf zu reagieren. Und wir haben als Grüne gesagt, dass wir keine voreiligen, reflexhaften, unverhältnismäßigen Sicherheitsverschärfungen haben wollen, sondern nein, es muss Personal geben in den Sicherheitsbehörden, um den Vollzug der schon vorhandenen Instrumente auch durchführen zu können. Und deshalb finde ich es richtig, dass wir sagen, wir stocken das Personal auf bei den nordrhein-westfälischen Behörden, beim Verfassungsschutz und auch bei der Polizei. Beim Verfassungsschutz haben wir das mit dem letzten Haushalt schon getan, mit 29 Stellen. Wir legen noch mal 25 drauf. Und auch bei der Polizei wird es 360 neue Polizeibeamtinnen und Beamte geben. Und das finde ich auch sehr gerechtfertigt angesichts der aktuellen Situation, die wir haben. Aber ich will den Piraten
will den Piraten insofern schon auch recht geben, dass Prävention natürlich eine wichtige Säule auch sein muss in der Bekämpfung des gewaltbereiten, des verfassungsfeindlichen Neosalafismus. Und ich will hier aber doch schon noch mal sagen, dass ich den Mix aus Repression und Prävention wichtig finde. Ich glaube, es kann nicht das eine ohne das andere geben. Und ich würde auch gar nicht die These völlig ausschließen oder für abwegig erklären, dass nicht auch Repression zur Radikalisierung bei Einzelnen führen kann. Ich will gar nicht sagen, dass ich nicht glaube, dass an dieser These was dran ist. Nur, was ist die Konsequenz daraus? Ich finde, die Konsequenz daraus darf doch nicht sein, dass wir deshalb sagen, es kann eine mögliche Radikalisierung von Einzelnen geben. Und deshalb wollen wir nicht, dass die Sicherheitsbehörden weiter observieren und beobachten. Ich finde, das kann nicht die Konsequenz sein. Und diese Verantwortung möchte ich, das kann ich für mich auch sagen, als innenpolitische Sprecherin meiner Fraktion, als Mitglied im parlamentarischen Kontrollgremium, ich möchte diese Verantwortung nicht tragen, dass wir sagen, wir beobachten diese gewaltbereiten Salafisten nicht mehr, sondern wir setzen nur noch auf Prävention. Das halte ich ehrlich gesagt ein Stück weit auch für naiv und für unverantwortlich an dieser Stelle. Und ich finde, was man auch noch mal sagen muss, Sie zitieren ja hier eine Studie oder aus einer Studie des King's College in London, eine der wenigen Stellen, wo überhaupt Forschung zu dem Thema betrieben ist, was wichtig ist, wo wir, finde ich, aber auch noch einen Ansatzpunkt haben. In Nordrhein-Westfalen und auch bundesweit gibt es keine Forschung zum Thema Salafismus. Also wir reden eigentlich hier ständig über ein Phänomen in Deutschland, wo wir gar nicht wissen, wer steckt eigentlich dahinter. Wir wissen es zum Teil aus Befragungen, wir wissen es darüber, über die Sicherheitsbehörden, wen sie beobachten. Deshalb haben wir Anhaltspunkte und können Annahmen treffen, aber wir haben keine wissenschaftlichen Studien über Radikalisierung, über Motivation, über Ausstiegsgründe. Das, meine ich, müssen wir ändern. Das ist für mich ein Punkt, wo wir dran müssen, auch hier in Nordrhein-Westfalen. Wir brauchen eigentlich wissenschaftliche Studie. Wir brauchen aber auch die ganz klassische Prävention. Von der primären Prävention, ich sag mal, Demokratieerziehung in Schulen beispielsweise ist ein Punkt, aber auch sekundäre und tertiäre Prävention. Wir brauchen die Wegweiserprojekte, die wir ja schon in Bochum, Bonn und Düsseldorf haben. Es wird noch mal eine Ausweitung in diesem Jahr geben, das finde ich wichtig. Aber auch zum Beispiel das Aussteigerprogramm, das jetzt beim Verfassungsschutz hier eingerichtet wird, seit dem letzten Halbjahr, auch das ein wichtiger Bestandteil der tertiären Prävention. In der Unterrichtung der Landesregierung an den Landtag, es gab eine schriftliche Unterrichtung, ich glaube im Oktober letzten Jahres, war ja eine ganze Reihe an Maßnahmen aufgeführt, die im Bereich der Prävention schon durchgeführt werden. Ich glaube, es ist schon mal ein erster wichtiger Schritt, dass da aufgeführt ist, was passiert eigentlich in den einzelnen Ressorts. Ich glaube, dass wir aber stärker in die Diskussion rein müssen, auch in den einzelnen Ausschüssen. Es ist nicht nur ein Thema des Innenausschusses oder des Integrationsausschusses, sondern es muss auch Thema sein des Schulausschusses, des Rechtsausschusses und vieler anderen Ausschüssen hier im Landtag, weil es einfach ein themenübergreifendes Thema ist und wir auch die gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung darüber brauchen. Wir brauchen sie auch insofern darüber, was eigentlich Faktoren sind, warum Menschen sich radikalisieren oder sich dieser Szene zuwenden. Also aufgrund von Ausgrenzung, von Diskriminierungserfahrung. Auch das war ein Punkt, ist keine ganz einfache Diskussion. Damit will ich auch keine Attentate oder keine Straftaten rechtfertigen, auf gar keinen Fall. Nur wenn man Prävention betreiben muss, muss man sich eben auch die Ursachen anschauen. Sonst funktioniert das Ganze eben nicht. Aber ich will es noch mal zum Abschluss sagen, was mir wichtig ist, wir können nicht den Salafismus bekämpfen nur mit Prävention oder nur mit Repression, sondern es muss den Mix aus beiden geben. Und ich finde, da sind wir hier in Nordrhein-Westfalen eigentlich auf einem guten Weg, auch im Vergleich zu den anderen Bundesländern, die in der Prävention meines Erachtens da zum Teil, soweit ich das zumindest weiß, noch nicht so weit sind. Ich finde, wir sind auf einem guten Weg und daran müssen wir weiterarbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schäfer. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Dr. Stamm. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Kollegin Schäfer hat es gerade gesagt, man braucht eine Mixtur aus Repression und Prävention und vor allem ein vernünftiges Gesamtkonzept. Und genau das gibt es eben in Nordrhein-Westfalen leider nicht. Und insofern ist es auch richtig, dass es diese Aktuelle Stunde hier und heute gibt, und wir kennen das ja aus anderen Bereichen des Ministers, ob es die Flüchtlinge sind, ob es bei Hogesa, ob es im letzten Sommer die Auseinandersetzung mit den antisemitischen Demos waren, beim Thema Einbrüche, bei der Gewalt in den Fußballstadien, könnten eigentlich permanent Aktuelle Stunden zu diesem Fachbereich machen. Es fehlt immer an einem vernünftigen Gesamtkonzept, es wird immer Flickschusterei betrieben und es wird immer nachgebessert, manchmal panisch, manchmal überhastet.
Und das ist eigentlich sehr, sehr schade. Und hier wünschen wir uns jetzt eine deutliche Steigerung, Herr Minister, in 2015. Sonst ist das mit der Sicherheitslage in Nordrhein-Westfalen weiter ein großes Problem. Sie haben beispielsweise 2014 uns hier, als wir beklagen mussten, den Auftritt der Scharia-Police in Wuppertal, da haben Sie uns ein knallhartes Vorgehen versprochen, haben gesagt, jeder Einzelne wird da durchleuchtet. Und 7 Wochen später hatte einer der radikalen Salafisten, der dort beteiligt war, immer noch Zugang als Mitarbeiter zum Sicherheitsbereich des Düsseldorfer Flughafens. Meine Damen und Herren, das muss man sich noch mal vor Augen führen. Jemand, der gegenüber dem Stern seinen Freund als Bruder bezeichnet hat, als Bruder jemanden bezeichnet hat, der sich bereits als Attentäter selbst in die Luft gejagt hat. Meine Damen und Herren, der hatte immer noch Zugang zum Sicherheitsbereich im Düsseldorfer Flughafen. Ich finde das skandalös und sowas gibt es, glaube ich, nur in Nordrhein-Westfalen. Wir erwarten, meine Damen und Herren, dass Sie endlich aufwachen und die Terrorabwehr und den Schutz der Bürgerinnen und Bürger allen anderen Themen voranstellen. Der Schutz vor Anschlägen muss auf Platz 1 der Agenda stehen. Ich sage aber auch, meine Damen und Herren, hier an dieser Stelle, was da heute von den Piraten kommt, das hat bei mir Fremdschämen ausgelöst. Sich mit den IS-Rückkehrern in einen Stuhlkreis zu setzen, sich an die Hände zu fassen und sich gegenseitig zu versichern, dass man sich alle lieb hat, das ist kein tragfähiges Konzept gegenüber islamistischen Glaubenskriegern. Meine Damen und Herren, Terrorismusbekämpfung ist kein Ponyhof. Sie fordern hier, sich der gequälten Seelen der IS-Rückkehrer anzunehmen, ohne auch nur anzudeuten, welche Gräueltaten diese gequälten Seelen im Irak und in Syrien wohl verübt haben. Bevor man sich Sorgen um die gequälten Seelen von Dschihadisten macht, denkt man auch erst einmal an diejenigen, die sie gequält haben. Sie fordern Aufklärungs- und Unterstützungsangebote für Dschihadisten. Sie erwecken den Eindruck, als ginge von den Rückkehrern erst dann eine Gefahr aus, Zitat, wenn sie keine Perspektive für einen Platz in der Gesellschaft für sich sehen und ständig von Sicherheitsbehörden überwacht und verfolgt werden. Nach dieser Logik sollten wir die Rückkehrer dann besser nicht überwachen. Meine Damen und Herren, bei den Rückkehrern aus dem Bürgerkriegsgebiet, da kommt die Prävention zu spät. Wenn Dschihadisten mit den Köpfen ihrer Opfer Fußball gespielt haben, dann ist es zu spät. Dann kommen militärisch ausgebildete, verrohte und vollkommen enthemmte Kriegsbeteiligte zurück. Hier brauchen wir als erstes Schutz. Schutz für die Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen durch Repression und Überwachung. Und ergänzend brauchen wir dann auch ein tragfähiges Aussteigerprogramm. Bisher, das wissen wir ja auch, wir haben das ja nachgefragt im Innenausschuss, hat uns ja der Leiter des Verfassungsschutzes gesagt, hat das Aussteigerprogramm bisher eine niedrige Zahl im einstelligen Bereich erreicht. Also man kann spekulieren, ob das dann 2, 3 oder 4 sind. Also hier gibt es auch noch viel zu tun, was das Aussteigerprogramm angeht. Das Projekt Wegweiser, auf das ja vielfach verwiesen wird, hat eine andere Funktion. Das ist ein Präventionsprogramm. Und das haben wir hier auch immer gesagt. Das ist vom Ansatz her ja auch ein richtiger Weg. Es ist im Ansatz her ein richtiger Weg. Das haben wir nie in Frage gestellt. Wir haben nur gesagt, in der Priorisierung der Innenpolitik hier in diesem Hause kommt es einfach viel zu kurz. Da sind im letzten Jahr 3 ganze Stellen geschaffen worden. Eine in Bonn, eine in Bochum, eine in Düsseldorf. Und dann wird das wie eine Monstranz durch die ganze Bundesrepublik getragen, was wir hier für eine großartige Präventionsarbeit machen würden. Das ist doch ein Witz. Erklären Sie das mal den Kolleginnen und Kollegen in Wuppertal, in Dienstlagen und an anderen Stellen, in Mönchengladbach, die die Probleme genauso haben. Wir in Bonn kommen mit der einen Stelle auch im Übrigen gar nicht hin. Ja, das ist ein ganz großes Problem für uns und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das Umfeld von potenziellen Gefährdern auch die Möglichkeit hat, richtige, vernünftige Ansprechpartner zu bekommen, wo sie ihre Hinweise hingeben können, wo sie auch Hilfe erfahren können. Es gibt keine Gesamtstrategie, das gilt auch nach wie vor für die Zusammenarbeit zwischen den Ministerien. Wir brauchen hier eine vernetzte Strategie, wir brauchen eine
konsequente Vorsorge in den Schulen. In jeder Schule muss ein Lehrer sein, der entsprechend vorbereitet ist, wie man mit der entsprechenden Gefährdung umgeht. Wir haben entsprechende Probleme in den Kommunen, dass wir nicht überall in der Verwaltung die Ansprechpartner haben. Also hier ist noch unglaublich viel zu tun. Wir müssen unsere Sicherheitskräfte verstärken und auch mit der ganzen Härte unserer Gesetze gegen diejenigen vorgehen, die unser friedliches Zusammenleben bedrohen. Unsere Demokratie muss wehrhaft sein. Und da erwarten wir 2015 mehr. Der Kampf gegen den Islamismus ist aber auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Er wird geführt in den Schulen, ich habe es angesprochen, in den Jugendzentren und in den Moscheen. Denn es handelt sich im Kern um einen ideologischen Konflikt, in dem die Werte der Moderne und eine ja quasi sektenartige Lesart des Korans sich gegenüberstehen. In dieser Auseinandersetzung sollte eigentlich die Attraktivität unseres Gesellschaftsmodells unsere schärfste Waffe sein. Und deswegen bei aller Repression, die ich hier zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger fordere, muss auch die Verhältnismäßigkeit und das Maß und die Mitte immer im Vordergrund stehen. Und man darf auch nicht kuschen. Insofern ist auch das, was gestern in Köln in Sachen Karneval passiert ist, nicht richtig gewesen, wenn man dort nicht aus Sicherheitsgründen, sondern der guten Stimmung wegen ein ernstes Thema nicht anspricht. Das kann es nicht sein. Damit macht sich der Karneval zu einer oberflächlichen Party und nimmt sich ein Stück weit auch der Strahlkraft, ein Teil unserer freiheitlichen, also des freiheitlichen Bekenntnisses und unserer freiheitlichen Fröhlichkeit zu sein. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Stamm. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Jäger. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, als ich den Antrag auf Beantragung einer Aktuellen Stunde von den Piraten gelesen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich ein wenig erstaunt. Erstaunt deshalb, weil die gleiche Fraktion oder dieselbe Fraktion noch 3 Wochen zuvor kritisiert hat im Rahmen einer Pressemitteilung, dass der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen überhaupt auf dem Gebiet der Prävention tätig ist. Jetzt in dieser Beantragung der Aktuellen Stunde vermissen Sie die entscheidenden Elemente beim nordrhein-westfälischen Verfassungsschutz für Präventionsarbeit in Form von Aufklärung und Unterstützung. Das ist so ein bisschen rein in die Kartoffeln, raus in die Kartoffeln. Aber offen gestanden, es freut mich, dass Sie nunmehr offenbar die Notwendigkeit von Präventionsarbeit auch durch die nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden anerkennen. Allerdings, Sie fordern etwas, was ich glaube, es in Nordrhein-Westfalen gibt, was wir weiter ausbauen werden. Und wir sind da auf dem Weg, auf einem Weg, der auch im Verhältnis zu den anderen Bundesländern, aber auch international beispielgebend ist. Wir verfolgen in der Landesregierung bei der Bekämpfung des gewaltbereiten Salafismus eine Doppelstrategie, das ist schon angesprochen worden von verschiedenen Rednern, nämlich Repression und Prävention gleichermaßen. Wir überwachen ganz konsequent die salafistische Szene, die Sicherheitsbehörden tauschen sich sehr erfolgreich und eng und zeitnah aus. Wir unternehmen alle Anstrengungen zur Verhinderung von Ausreisen, damit aus Deutschland, aus Nordrhein-Westfalen heraus Terrorismus nicht exportiert werden kann. Alles das, was strafrechtlich relevant ist, verfolgen wir konsequent. Und auch Herr Hegemann, der zur Verhinderung und Bewältigung von extremistischen Veranstaltungen oder Versammlungen oder aber Institutionen, die werbend sind für den angeblichen Dschihad und für IS, unternehmen wir alles und nutzen alle zur Verfügung stehenden Instrumente unseres Rechtsstaates, um dagegen vorzugehen. Wir wollen die Sicherheit in Nordrhein-Westfalen auf einem hohen Niveau halten. Um das zu gewährleisten, müssen wir nach den Anschlägen von Paris, die eine neue Qualität darstellen, zusätzliche Beamtinnen und Beamten im Bereich des Verfassungsschutzes und der Polizei einsetzen, ist bereits genannt worden von Frau Schäffer, 385 zusätzliche Beamtinnen und Beamte, die wir einerseits bei der Polizei und andererseits beim Verfassungsschutz in den nächsten 3 Jahren einstellen werden. Und wir werden zu vernünftigen Kompensationen jetzt kommen, da wo wir Beamtinnen und Beamte, die erfahren sind, auf anderen Kriminalitätsbereichen einsetzen zu können. Und neben der Überwachung hat die Landesregierung schon frühzeitig
einen weiteren Schwerpunkt bei der Prävention gesetzt. Auch hier werden wir unser Programm zur Salafismusprävention konsequent weiter ausbauen und umsetzen. Wir haben dazu bereits in der, die Piraten haben diese Pressemitteilung leider nicht vollständig zitiert, ausdrücklich erklärt, dass wir weiter aufklären, weiter den Betroffenen und deren Umfeld die notwendige Hilfe überall möglichst in Nordrhein-Westfalen anbieten wollen. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass die Salafismusprävention als gesamtgesellschaftlichen Auftrag verstanden werden muss. Deshalb haben sich die betroffenen Ressorts der Landesregierung, immerhin insgesamt 8 Ministerien, verständigt, ihre Maßnahmen zur Bekämpfung des Salafismus miteinander zu koordinieren und das auszubauen. Darüber haben wir den Landtag, das wissen Sie, bereits am 21. Oktober 2014, also letztes Jahr, sehr umfangreich unterrichtet. Nur mal beispielhaft, was da an Koordination und Zusammenarbeit stattfindet. Bereits jetzt gehen wir sehr koordiniert vor. Wir führen beispielsweise Verfassungsschutz, Polizei und Justizministerium gemeinsam Informationsveranstaltungen für Beschäftigte in JVAs durch. Die Landeszentrale für politische Bildung bietet gemeinsam mit dem Schul- und Integrationsministerium und meinem Haus eine Informationsreihe für Lehrkräfte zum Thema Salafismus an. Außerdem wird der Verfassungsschutz gemeinsam mit den zuständigen Ministerien landesweit zur Sensibilisierung von Verantwortlichen aus dem Bereich Schule, Kinder und Jugend für das Phänomen der gewaltbereiten Salafismus-Veranstaltungen durchführen und informieren. Wir wollen die Multiplikatoren aufklären und möglichst flächendeckend in ganz Nordrhein-Westfalen erreichen, um vor diesem Phänomen aufzuklären und zu warnen. Deshalb hat der Verfassungsschutz allein im letzten Jahr Regionalkonferenzen durchgeführt. Weitere sind ganz konkret für 2015 geplant. Mit diesen Konferenzen erreichen wir Amtsleiter, Schulleiter, zivilgesellschaftliche Einrichtungen. Wir bieten denen Antworten auf Fragen im Umgang gerade mit gefährdeten Jugendlichen, die mögliche Anzeichen von Radikalisierung zeigen und sich offen und zugänglich für den Bereich des Salafismus zeigen. Da arbeiten wir sehr gut. Sie merken, Salafismusprävention ist ein Schwerpunkt im Ministerium für Inneres und Kommunales. Wir setzen dabei bei dieser Prävention auf Aufklärungsarbeit und Hilfsangebote, beispielsweise durch unsere seit 2 Jahren geschaltete Hotline für Hilfesuchende, insbesondere aus dem sozialen Umfeld von sich radikalisierenden Jugendlichen. Wir haben im Oktober begonnen, Ausstiegsbetreuer einzusetzen, die auf potenzielle Aussteiger zugehen, insbesondere aus dem Kreis der Rückkehrer und derjenigen, die eigentlich ausreisen wollten, wo die Ausreise unterbunden worden ist. Aber eine Erfahrung haben wir dabei jetzt schon, Herr Herrmann. Bei dieser Arbeit, die extrem schwierig ist, braucht man einen sehr langen Atem. Es reicht nicht zu sagen, wir machen mal gerade ein bisschen Deradikalisierung. Das ist sehr individuell betrachtet wirklich eine Herkulesaufgabe in jedem einzelnen Fall. Wegweiser ist angesprochen worden, Bonn, Düsseldorf, Bochum. Gute Erfahrungen haben wir damit gemacht. Wir wollen in schnellen Schritten das weiter ausbauen, im Bergischen Dreieck, in Duisburg, in Wesel, in Köln, in Dortmund. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir sind hier auf einem guten, wir sind hier auf einem richtigen Weg. Das zeigt auch das internationale Interesse an unserem Projekt Wegweiser. Aber wir wollen da, wo wir sind, nicht stehen bleiben. Wir wollen qualitativ weiter ausbauen. Deshalb haben wir im Dezember 2014 gemeinsam mit Experten aus Wissenschaft und Praxis unsere Maßnahmen auf den Prüfstand stellen lassen, die alle als gut bewertet worden sind. Und wir wollen die verfeinern und noch besser werden. Wichtig ist, dass wir versuchen, dieser salafistischen Szene und ihrem Zulauf möglichst das Wasser abzugraben. Meine Damen und Herren, Prävention und Repression sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Eine Seite zu vernachlässigen, Herr Herrmann, heißt, mit der Sicherheit der Menschen in diesem Land zu spielen, und das tun wir nicht. Vielen Dank, Herr Minister Jäger. Für die CDU-Fraktion hat Frau Kollegin Güler jetzt das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, würde ein bisschen diesem Antrag zur Aktuellen Stunde etwas abgewinnen können, liebe Kollegen der Piratenfraktion, wenn Sie nicht nur die Behauptung aufgestellt hätten, Überwachung bringt nichts,
Und wenn Sie wenigstens gesagt hätten, Überwachung allein löst keine Probleme, aber das tun Sie nicht in Ihrem Antrag. Sie sagen ganz klar, Überwachung löst keine Probleme. Und das ist uns allen auch klar, dass das damit alleine nicht getan ist. Das haben die Vorredner an mehreren Stellen auch schon unterstrichen. Uns allen ist klar, dass wir das Problem an der Wurzel packen müssen. Und das ist so einleuchtend, dass Ihr Antrag an dieser Stelle sicherheitspolitisch grenzenlos naiv erscheint. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Piratenfraktion, Sie weisen in Ihrem Antrag für diese Aktuelle Stunde auf eine Untersuchung des King's College in London hin. Und ich verstehe Ihr Plädoyer in Ihrem Antrag so, dass Sie sagen, wir dürfen Rückkehrer nicht überwachen, weil die Überwachung selbst diese Rückkehrer eigentlich radikalisiert. Das steht schwarz auf weiß in Ihrem Antrag so. Das habe ich nicht falsch verstanden, das steht da schwarz auf weiß. Sie sagen, erst nach Ihrer Rückkehr werden Sie radikalisiert, vor allem dann, wenn Sie perspektivlos sein oder sich ausgegrenzt fühlen würden und ständig von Sicherheitsbehörden überwacht und verfolgt werden. Das ist das Gleiche, wie ich es gerade wiedergegeben habe. Und das ist so ähnlich, als würden Sie jetzt fordern, dass wir alle Blitzer im Land abmontieren, weil ein Raser, sobald er einen Blitzer sieht, sich verleitet dazu fühlt, noch mehr aufs Gaspedal zu drücken. Das ist genauso absurd, dieses Beispiel. Und das Argument der Perspektivlosigkeit oder der Ausgrenzung ist nicht immer zutreffend, sondern kann eine Erklärung sein. Das sagt auch der Gründungsdirektor des Instituts, Peter Neumann, auf dessen Untersuchung Sie sich beziehen. Und darüber sind sich Extremismusexperten insgesamt einig. Die meisten Forscher gehen nämlich mittlerweile davon aus, dass es unmöglich und auch unsinnig ist, nach einem einzigen Radikalisierungsmodell zu suchen. Doch noch mal ganz kurz zurück auf das International Center for the Study of Radicalization am King's College in London. Die dort betriebene Forschung wird finanziert von privaten Spendern, Stiftungen der EU und der kanadischen Regierung, weil, so heißt es, diese Geldgeber angeblich keinen besseren Zugriff auf die Daten und Ergebnisse bekommen. Das Wissen dieses Instituts ist diesen Geldgebern deshalb viel wert, weil sie sagen, wenn ein Land vorhersehen kann, wer ein Terrorist wird, können Anschläge verhindert werden. Das Londoner Institut geht bei seiner Arbeit wie folgt vor. Es überwacht die Aktivitäten der Islamisten in sozialen Netzwerken mit einer Software namens Torch. Vertrieben wird diese Software von einer amerikanischen Firma, zu deren Mitgründern die CIA gehört. Diese Software verknüpft Daten und Profile in gigantische Muster, die aussehen wie das Organigramm eines Konzerns. Wer hat mit wem Kontakt? Wer redet mit wem und worüber? So wird sichtbar, wenn sich jemand plötzlich immer öfter mit bekannten Islamisten austauscht. Daraus ziehen die Mitarbeiter des Instituts ihre Schlüsse. Kurz, Sie beziehen sich bei Ihrer Forderung, die Überwachung einzuschränken, auf eine Studie eines Instituts, die selbst überwacht und dafür Geld von Regierungen bekommt. Eigentlich ist das Absurde an Ihrem Antrag. Ich finde, dass besonders mit diesem Antrag Ihre linkspolitische Seele doch hier wieder in ganz besonderer Art und Weise in Erscheinung tritt. Und gerade in Bezug auf Radikalisierung ist das besonders fatal. Herr Hamann, Sie haben gerade in Ihrer Rede in unsere Richtung auch mal wieder das eine oder andere vorgeworfen, was alles zur Radikalisierung führen würde. Dazu möchte ich gerne den Leiter des Referats für internationale Politikanalyse der Friedrich-Ebert-Stiftung zitieren. Zitat: Denn die bittere Wahrheit ist, dass die europäische Linke viel zu lange die islamistische Gewalt banalisiert hat. Gefangen in einem werterelativierenden Multikulturalismus hat sie passiv zugesehen, wie an den Rändern der Zuwanderungsgesellschaften Westeuropas ein Klima des antiwestlichen Hasses heranwuchs. Das sollten Sie sich zu Herzen nehmen. Meine Fraktion ist der Ansicht, das hat der Kollege Hegemann gerade schon gesagt, dass das Sofortprogramm der Landesregierung eigentlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein kann. Dennoch muss sich der Innenminister
hier auch die Frage gefallen lassen, ob die Maßnahmen, die er vorhin aufgezählt hat, denn wirklich in ihrer Breite so effektiv sind und ob man sie nicht auch in Nordrhein-Westfalen, sozusagen der Brutstätte des Salafismus, was wir ja mittlerweile geworden sind, weiter flächendeckender ausbauen muss. Ich weiß, Sie sind dabei, das haben Sie gerade erwähnt, aber ich glaube, die Luft nach oben, was die Arbeit der Landesregierung betrifft, in diesem Falle ist auch weit genug. Doch beim Stichwort Präventionsarbeit stehen Sie nicht alleine in der Verantwortung, Herr Minister Jäger. Am Wochenende konnten wir in der FAZ nachlesen, dass wenige Tage nach dem Pariser Anschlag der baden-württembergische Kultusminister Andreas Stoch an alle Schulleiter seines Landes einen 5-seitigen Brief verschickte. Stoch erinnerte in diesem die Lehrer noch einmal daran, dass auch aus dem Südwesten etwa 30 Schüler in den Dschihad gezogen sind und bat die Lehrerschaft, die Schüler über Möglichkeiten der Prävention einer religiösen Radikalisierung und gegebenenfalls der Intervention zu informieren. Seit dem Schuljahr 2012/2013 gibt es im grün-roten Baden-Württemberg ein Präventionskonzept, wo auch der Islamismus eine Rolle spielt. Die Zusammenarbeit von Schulen und Polizei soll in Baden-Württemberg intensiviert werden. Polizeiliche Präventionserziehung soll deshalb auch in den neuen Bildungsplan. Hinzu kommt die Präventionsarbeit in der Lehrerfortbildung. Im Südwesten bietet eine Landesakademie Kurse zum Thema Salafismus an. Konnte man alles diesem Artikel entnehmen. Doch jetzt wird es richtig spannend. Zitat aus dem Artikel: Anders als Ihr baden-württembergischer Amtskollege hat sich Lörmann nach den Anschlägen nicht mit einem Brief an die Schulleiter des Landes gewandt. Ihre Sprecherin verweist darauf, dass den Lehrern auf dem Bildungsportal, einem Angebot auf der Internetseite des Ministeriums, umfangreiche Materialien zu den Themen Integration und Radikalisierungsprävention zur Verfügung stehen. Ich glaube, an dieser Stelle hat die Ministerpräsidentin gestern bei ihrer Auflistung zum Thema Digitalisierung dieses Programm vergessen zu erwähnen. Da sollten Sie sich, Frau Minister Lörmann, doch noch mal erinnern. Und gemäß der neuen Sprache der Landesregierung wünschte ich, könnte ich hier jetzt sagen, mega cool, aber eigentlich ist es nur mega peinlich. Doch mir ist klar, dass der islamische Religionsunterricht an unseren Schulen ein wichtiger Beitrag ist und zur Anerkennung beiträgt. Ja, er kann eine präventive Wirkung haben, aber damit ist die Verantwortung der Schulministerin nicht erledigt. Und nicht zuletzt sind hier auch die Muslime gefragt, allen voran die islamischen Verbände. Und hier hat die Piratenfraktion recht mit der Frage, dass sie die Frage stellen, ob diese ausreichend Dinge in die Präventionsarbeit einbezogen worden sind. Ich meine nein, auch wenn Herr Stotko gerade in seiner Rede etwas anderes behauptet. Ich stelle damit ganz klar, dass ich hier niemanden unter Generalverdacht stelle. Aber ich sehe es auch als Aufgabe der Islamverbände, Fundamentalisten, Extremisten den Nährboden zu entziehen. Frau Kollegin, lassen Sie uns, ich bin sofort fertig, Herr Präsident, lassen Sie uns dabei nicht aus dem Blick verlieren, dass laut einer aktuellen Studie 90% der Muslime in unserem Land Freunde der Demokratie sind. Aber die 10% sind es, die mir Sorge machen. Und ich möchte nicht, dass meine Religion zum Spielball dieser Terroristen wird. Lassen Sie uns gerne auch gemeinsam nach Wegen suchen, wie wir muslimische Gemeinden stärker in die Präventionsarbeit einbinden können, ohne dass diese sich angegriffen fühlen. Meines Erachtens gibt es dazu keinen Grund, denn schließlich geht es um die Jugendlichen unserer Gesellschaft. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Bühler. Für die SPD-Fraktion spricht der Kollege Körfges. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Redebeiträge haben alle mehrere Bestandteile, die wir bis jetzt hier zur Kenntnis genommen haben. Ich will an der Stelle eins sagen, ich achte jeden Wortbeitrag und jede Meinung, die uns dabei hilft,
diesem Problem wirksam entgegenzutreten und bin für jede sachliche Diskussion in der Frage der wirksamen Bekämpfung des Salafismus und des religiös motivierten Terrorismus dankbar. Insoweit war in vielen Wortbeiträgen hier auch ein hohes Maß an Übereinstimmung zu verspüren, was auch den Geist im Haus insgesamt widerspiegelt, wie wir ja zu Beginn dieser Plenarwoche auch eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben, durch gemeinsames Vorgehen und durch gemeinsame Beschlüsse. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nur, es gibt so ein paar Stellen, da gelingt es ganz offensichtlich der einen oder dem anderen nicht so richtig, diese billigen parteipolitischen Reflexe bei diesem so wichtigen Thema zu unterdrücken. Liebe Frau Kollegin Güler, Sie wissen, dass ich Ihre Sachkunde in diesem Themenbereich eigentlich sehr hoch einschätze. Aber wer sich hier an diesem Mikrofon dazu hinreißen lässt, aus Nordrhein-Westfalen eine Brutstätte des Salafismus zu machen, zeigt allein mit dieser Äußerung, dass es Ihnen nicht in erster Linie heute Morgen darum geht, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, sondern Ihnen geht es eher darum, hier billige parteipolitische Rabulistik mit so einer Äußerung zu betreiben. Ich finde, das ist der Sache nicht angemessen. Ich habe im Innenausschuss, und ein großes Kompliment, und auch das werden Sie jetzt ertragen müssen, Herr Hegemann, an die Kolleginnen und Kollegen der CDU. Ich habe im Innenausschuss ein hohes Maß an Übereinstimmung und Anerkennung für das schnelle und beherzte Handeln der Landesregierung und der sie tragenden Fraktionen festgestellt, wie es, als es darum ging, dass wir die notwendigen organisatorischen Konsequenzen aus der Sicherheitslage gezogen haben. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, Paris gibt tatsächlich nicht nur Anlass dazu, eine inhaltliche Diskussion über Werte zu führen, die wir dringend führen müssen, über Werte wie Demokratie, wie Meinungsfreiheit, wie Religionsfreiheit, wie Demonstrationsfreiheit. Die Diskussion müssen wir dringend führen. Aber wir müssen genauso dringend die notwendigen Lehren, und zwar sehr schnell, aus der geänderten Sicherheitslage ziehen. Und da gibt an der Stelle tatsächlich das Vorgehen der Terroristen in Paris Anlass dazu, dass wir uns hinterfragen. Und wir haben das. Und wir kriegen als regierungstragende Fraktionen nicht so ohne weiteres und so leicht dann immer Beifall, zum Beispiel von den Gewerkschaften, die sich im Polizeibereich da engagieren. Ich darf Ihnen nur eins sagen, mir gilt da die Bestätigung, die die Polizeigewerkschaften in ihren Pressemitteilungen, aber auch persönlich gegeben haben, die gilt mir da sehr viel. Und ich glaube, es spricht auch dafür, dass diejenigen, die am intensivsten uns dabei unterstützen, nämlich die Sicherheitsorgane, unser Vorgehen da durch ihre Gewerkschaften unterstützen. Das spricht auch dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wenn es um den repressiven Teil geht. Und, meine Damen und Herren, der Versuch an der Stelle, diesen Erfolg der Landesregierung und der sie tragenden Fraktionen so ein bisschen klein zu reden, ist für eine Oppositionsfraktion sicherlich nachvollziehbar. Aber ich kann nur eins sagen, wir sind stolz darauf, dass hier richtig und schnell und auch mit den richtigen Mitteln reagiert worden ist. Und das wird nicht nur von uns so gesehen. Viele von Ihnen werden wissen, dass ich Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums bin. Kollegin Schäfer hat darauf hingewiesen, dass wir jetzt öffentlich tagen. Anlässlich der letzten öffentlichen Sitzung waren zum Beispiel Vertreter des Königreichs Niederlande bei uns in der Sitzung anwesend, die sich über das Projekt Wegweiser zum Beispiel informieren wollten. Meine Damen und Herren, es geht natürlich nicht alleine mit Repression. Aber Repression ist da nötig, wo es darum geht, unseren Staat und unsere demokratische Ordnung hier zu schützen. Und da werden wir uns sicherlich an Entschlossenheit in Nordrhein-Westfalen, ich hoffe gemeinsam, von niemandem übertreffen und überbieten lassen. Aber das andere ist genauso wichtig. Wenn wir es schaffen, und zwar nicht alleine, das kann Staat nicht alleine, wenn wir es schaffen, junge Menschen davon abzuhalten, auf diese einfachen Lösungsansätze religiöser Fanatiker hereinzufallen, dann ist das die beste Form von Terrorismusbekämpfung. Da haben uns auch alle, die das so sehen, an ihrer Seite, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sollten allerdings dann auch zur Kenntnis nehmen, dass das eben nichts ist, was sich mal eben verordnen lässt. Das Programm Wegweiser basiert ja auf einer lokalen Verantwortung, auf einem lokalen Mitwirken. Und da will ich, und zwar sogar noch ein bisschen deutlicher als die Frau Güller, hingehen und mich ganz herzlich
bei den muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern bedanken, die da gemeinsam mit uns Verantwortung übernehmen. Denn ohne Kommunen, die da mitwirken, ohne muslimische Moscheegemeinden, die da mittun, ohne engagierte Eltern, engagierte Lehrerinnen und Lehrer, engagierte Polizistinnen und Polizisten, die auch im präventiven Bereich arbeiten, liebe Kolleginnen und Kollegen, lässt sich diese Wegweiserarbeit nicht erfolgreich machen. Aber ich glaube, da sind wir auf einem richtigen und vernünftigen Weg. Wir sollten eins nicht machen. Wir sollten nicht in billige Reflexe verfallen. Das Problem der Geschwindigkeit ist keines, was wir hier alleine im Landtag zu vertreten haben. Ja, es ist nötig, dass wir gemeinsam mit den Kommunen was machen. Aber wenn dann aus ganz Deutschland, aus halb Europa die Menschen nach Nordrhein-Westfalen schauen, wenn wir hier einen innovativen Ansatz haben und den auch konsequent ausbreiten, dann sollten Sie uns dabei helfen, statt permanent dran rumzukritteln, Herr Stamm. Wir haben darüber hinaus, und ich will damit dann auch schließen, in einigen Bereichen noch eine ganze Menge gesellschaftlicher Potenziale, die wir gemeinsam heben können. Von daher bin ich froh darüber, dass es in so einer Diskussion vor allen Dingen darum geht, gemeinsame Bekenntnisse und gemeinsame Konzepte zu diskutieren und sich abzugrenzen von denjenigen, die unsere gemeinsame Ordnung, unseren Staat, auf den wir stolz sind, unsere demokratischen, freiheitlichen Rechte hier in Zweifel ziehen wollen. Ich denke, eine fachliche Diskussion an der Stelle ist allemal besser als billige parteipolitische Polemik. Und ich habe an der Stelle mehr Licht als Schatten gesehen. Insoweit bedanke ich mich bei allen Teilnehmern an der Debatte. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Körftes. Für die FDP-Fraktion spricht der Kollege Lürke. Sehr geehrter Präsident, sehr verehrte Damen, meine Herren, Herr Herrmann, klar ist, einem terroristischen Angriff auf die Freiheit darf man nicht mit einem staatlichen Angriff auf die Freiheit begegnen. Wir dürfen nicht die Freiheit aufgeben, die wir gerade jetzt schützen und verteidigen müssen. Ich bin aber ganz entschieden anderer Auffassung als Sie, wenn Sie in Ihrer Beantragung pauschal schreiben, Überwachung löst keine Probleme. Also das wird der Sache nicht gerecht. Anlassbezogene Überwachung ist doch ohne Frage ein notwendiger Baustein in einem Gesamtkonzept der Sicherheitsbehörden. Das gilt für personelle Observative als auch für technisch anlassbezogene. Das ist ja gerade der wichtige Punkt, Überwachung von bekannten Gefährdern. Und so wie das unser heutiges Gesetz auch und rechtsstaatlich umfangreich erlaubt. Also das nur so viel dazu. Wir werden ja auch gleich noch über die anlasslose Vorratsdatenspeicherung reden. Zu der Debatte. Also, Herr Innenminister, ich vermisse schon, dass Sie uns Ihr verändertes Gesamtkonzept für die Sicherheitsbehörden noch detailreicher aufschlüsseln. Sie haben einiges gesagt gerade, aber vieles, finde ich, ist dabei auch gefährlich vage im Unklaren geblieben. Sie haben angesprochen, ja, 385 zusätzliche Beamte werden bis 2017 bei Polizei und Verfassungsschutz eingestellt, aber wir müssen uns schon sagen, was das auch im Klartext dann bedeutet, was das an Mehrwert für unsere Sicherheitsbehörden heute bedeutet. Also Sie wollen in den Jahren 2015 bis 2017 jährlich die Anwärterzahlen um 120 erhöhen und dank der dreijährigen Ausbildung stehen uns diese Köpfe ja dann auch erst 2018 zur Verfügung. Das bedeutet aber, bis zum Jahr 2018 erhalten die Kreispolizeibehörden in Nordrhein-Westfalen keinen einzigen Beamten zusätzlich, und das gehört dann auch zur Wahrheit dazu. Das heißt, es finden jetzt, heute 2015, lediglich interne Verlagerungen in den Behörden statt, die durch vergütete Mehrarbeit der abgebenden Stellen abgefangen werden sollen. Also Ihre Lösung sind also noch mehr Überstunden, um die anderen wichtigen Arbeitsfelder der Polizei, wie die Einbruchskriminalität, wie die Rockerkriminalität, wie Demonstrationen, alles, was anfällt, weiter ohne Einbußen erledigen zu können. Herr Minister, ja, ich bin da schon skeptisch, was Sie unseren Beamtinnen und Beamten da zusätzlich auferlegen und noch in den Rucksack packen wollen. Das finde ich schon recht ambitioniert. Denn offen bleibt doch, inwieweit nicht diese Beamten schon viele Überstunden vor sich herschieben und welchem Umfang darüber hinaus noch zusätzliche Arbeit überhaupt möglich ist. Also ich erinnere mal an den
Krankenstand. Immerhin müssen wir bei der Polizei schon heute rund 10% Personalausfall im täglichen Dienst in den Direktionen kompensieren. Sie haben weitere Ankündigungen gemacht, weitere 150 Spezialisten für den Ausbau von Fahndung und Observation, aber nicht genau gesagt, wo die herkommen. Ob die jetzt auch entweder sofort oder aufwachsend hinzukommen oder ob die verlagert werden oder beim Objektschutz sollen 100 Polizisten zusätzlich eingesetzt werden. Auch da ist mir noch nicht klar, haben Sie noch nicht klar erläutert, woher diese kommen. Und ich finde, es ist einfach zu gefährlich, die Personallage nicht ganz offen anzusprechen, sie nicht ganz deutlich zu machen und womöglich gar noch schön zu reden. Alle angekündigten 360 zusätzlichen Beamten werden erst ab dem Jahr 2020 für die Polizei zur Verfügung stehen. In den Jahren 2018 bis 2020 in diesem Fenster haben wir sogar einen Rückgang. Also Sie dämpfen mit Ihren Maßnahmen den von Rot-Grün eingeleiteten Personalabbau bei der Polizei nur etwas ab, aber Sie stoppen ihn nicht. Und Herr Minister, wir erwarten ja keine Wunder. Wir wissen, dass Sie die nicht vollbringen werden, aber es wäre auch keine Zauberei nötig gewesen. Sie hätten einfach nur dem Antrag zustimmen müssen, den meine Fraktion, den die Freien Demokraten zu den Haushaltsberatungen 2015 in diesem Hause vorgelegt haben, indem wir sofort die Erhöhung der Anwärterstellen um jährlich 300 auf 1.800 Polizeibeamtinnen und Beamte gefordert haben. Dem hätten Sie nur zustimmen müssen. Stattdessen haben Sie leider an dieser Stelle wieder nur jetzt hektisch reagiert, statt vorausschauend zu regieren. Ja, also bei der Personalankündigung kann man summieren. Für heute ist es nichts, für die Zukunft zu wenig, aber es ist auch besser als nichts. Also das will ich durchaus zugestehen. Aber wenn wir über das Gesamtkonzept reden, dann müssen wir neben dem Personal natürlich auch Ausstattung oder Einsatztaktiken in den Blick haben. Auch hier fragen wir uns, wie geht es weiter? Ich will daran erinnern, beispielsweise nach dem Amoklauf in Erfurt 2002 hat man die Ausbildung umgestellt. Polizeibeamte haben nun mehr Befugnisse, dass sie selbst eingreifen und nicht auf das SEK warten. Ist die Frage, haben wir jetzt angesichts der neuen Qualität der Bedrohungslage auch hier eine veränderte Ausstattung oder Einsatztaktik für die normalen Beamten auf der Straße zu erwarten? Was ist hier nötig? Das sind viele Fragen, die offen sind. Oder die Beamten beim Objektschutz, sind die ausreichend gewappnet für skrupellose Attentäter? Also, meine Damen und Herren, und ich komme zum Schluss. Die Debatte hat das auch gezeigt. 100% Sicherheit, da sind wir uns sicher einig, wird es nicht geben. Aber in verschiedener Hinsicht sind doch noch offene Fragen und Optimierungsbedarf durchaus offen und nicht geklärt. Und eins ist aber auch klar, und da bin ich bei Herrn Körfges, Sie haben das angesprochen, Populismus jetzt in die eine oder andere Richtung, das wird uns nicht helfen. Helfen wird uns eine sachliche Befassung mit diesem Thema, und da werden sich die Freien Demokraten sehr gerne daran beteiligen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lübcke. Für die Fraktion Die Grünen spricht der Kollege Baas. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, vielleicht noch mal ganz kurz zur Kritik einer politischen Linken von Frau Güler. Wie Sie sicherlich wissen, hat Frankreich eine linke Regierung und schärfere Terrorgesetze als hier in Deutschland. Das hat letztendlich die Radikalisierung von bestimmten jungen Menschen auch nicht verhindert. Das nur an dieser Stelle noch mal in Richtung Frau Güler. Die heutige Aktuelle Stunde ist gedanklich gesehen ein wenig die Fortsetzung der Debatte rund um die überfraktionelle Resolution zur offenen und friedlichen Gesellschaft vom Montag, in der wir alle zusammen festgestellt haben, dass wir das Problem mit Hass und Intoleranz und Radikalismus jeglicher Art nur als Gesamtgesellschaft lösen können. Es ist deshalb auch wichtig, dass wir am Montag den Zusammenhalt aller Menschen, gleich welchen religiösen oder weltanschaulichen Hintergrundes, beschworen haben. In diesem Geiste müssen wir auch die Konsequenzen beraten, die sich aus dem Umgang mit den Gefahren ergeben, die unsere friedliche und offene Gesellschaftsordnung bedrohen. Die antragstellende Piratenfraktion hat in einem Punkt natürlich recht, dass wir mit dem Phänomen der aus Deutschland stammenden Dschihad-Kämpfer in Syrien nicht nur mit repressiven Maßnahmen antworten können. Viele Syriengänger stammen nicht selten aus eher religionsfernen Familien. Ihre Radikalisierung vollzog sich quasi fast unbemerkt von der großen Öffentlichkeit. Dazu hat meine Kollegin Verena Schäfer bereits vorhin gesprochen. Ich möchte in meinem Redebeitrag über die Notwendigkeiten angemessener gesellschaftlicher Rahmenbedingungen sprechen, die für einen gleichberechtigten Dialog wichtig sind.
In den letzten Wochen war öfters davon die Rede, dass die größte religiöse Minderheit in Deutschland, die Muslime, sich stärker von den schrecklichen Anschlägen in Paris distanzieren sollen, dass sie ihren Glauben reformieren sollen, dass die Moscheegemeinden stärker gegen Radikalisierung vorgehen sollen. Meine Wahrnehmung ist, dass fast alle Muslime in unserem Land Gewalt im Namen der Religion ablehnen, weil sie ihren Glauben als einen friedlichen verstehen. Auch stehen die meisten Moscheegemeinden für mich nicht als zentraler Ort von Radikalisierung im Fokus. Dies passiert oft ganz woanders. Die jüngsten Befragungen zeigen, dass eine Mehrheit der Menschen in Deutschland im Islam eine Art von Bedrohung sieht. Es gibt also Ängste in der Bevölkerung, Ängste, die aber auch Rattenfänger vom rechten Rand gerne für sich nutzen wollen. Auf der anderen Seite haben aber auch die Millionen friedlichen Musliminnen und Muslime Ängste. Viele meiner Freunde und Bekannten sind es mittlerweile gewohnt, für ihren Glauben sich zu rechtfertigen, wenn irgendwo auf der Welt wieder im Namen Gottes Anschläge durch fehlgeleitete Radikale verübt werden. Die islamfeindlichen Übergriffe und Anschläge auf Gebetshäuser sorgen zudem auch für Verunsicherung in der muslimischen Community. Nicht unerwähnt lassen möchte ich die zahlreichen Hassmails, die viele meiner Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundestag, aus Landtagen, aber auch aus Kommunalparlamenten, die irgendwie als muslimisch oder fremd eingeordnet werden, von bestimmten Leuten erhalten und nur so vor Menschenverachtung strotzen. So kann das nicht weitergehen. Deshalb brauchen wir gerade jetzt ein Klima des Dialogs und des Vertrauens. Voraussetzung dafür ist aber auch, dass wir uns einander besser kennenlernen. Gelegenheit für die Politik, sich gut zu informieren, gibt es genug. Lesen Sie sich die Interviews von Professor Dr. Mohanad Khurshid aus Münster durch oder schauen Sie sich die Analysen zum verfehlten Islamverständnis von Terroristen an, die Professor Dr. Bülent Uca aus Osnabrück angestellt hat. Auch sind die Stellungnahmen der verschiedenen muslimischen Verbände in Deutschland in diesem Punkt deutlich. Die Landesregierung hat bereits seit einiger Zeit, ebenso wie die Bundesregierung, begonnen, den Dialog mit den Muslimen auf Augenhöhe zu führen. Gemeinsam arbeiten wir daran, an verschiedenen Stellen überfraktionell, dass der Islam als ein selbstverständlicher Teil NRWs wahrgenommen wird und Muslime sich angenommen fühlen. So haben wir zusammen die Einführung des islamischen Religionsunterrichts in deutscher Sprache beschlossen. Ebenso sind wir im Gespräch mit den muslimischen Vertretern, was die Anerkennung als Religionsgemeinschaft betrifft. Und im Herbst hatten wir auch das Körperschaftsgesetz hier offiziell in Kraft treten lassen. Dazu kommt übrigens auch das Bestattungsgesetz und die Beratung mit muslimischen Vertretern zu sozialen Fragen im Dialogforum Islam. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat mit ihrem Satz, dass der Islam zu Deutschland gehört, eine wichtige Basis für den derzeitigen Dialog auf Bundesebene gelegt. Diesen sollten wir uns wagen, weiterzuführen. Ich möchte zum Schluss mit einem Zitat des großen islamischen Philosophen und Mystikers Rumi enden. Geduld bedeutet, dass man immer weitblickend das Ziel im Auge behält. Ungeduld bedeutet, dass man kurzfristig nicht die Bestimmung begreift. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Baas. Für die Fraktion der Piraten spricht Frau Kollegin Brandt. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer. Ich wollte jetzt eigentlich noch mal darauf eingehen, wie Prävention sein kann vor der eigentlichen Radikalisierung, dass man eigentlich schon in Kindergärten und in Schulen anfangen muss, aufpassen muss. Man muss beobachten, zuhören, wo findet jemand vielleicht nicht seinen Lebensplan? Wo sondert sich jemand ab? Wo läuft jemand Gefahr und wie kann man dort intervenieren? Ich würde aber jetzt gerne einfach mal auf meine Kollegen, die gerade gesprochen haben, eingehen. Man kann einen Text, wenn man will, auf Gedeih und Verderb auch missverstehen, missinterpretieren, Falschaussagen hineindeuten. Dann sollte man sich vielleicht wenigstens die Mühe geben, dem Redner zuzuhören, der dazu noch mal zu unserer Aktuellen Stunde Stimmung nimmt. Ach ja, Aktuelle Stunde, Herr Hegemann, das ist kein Antrag, den Sie ablehnen können, es ist eine Aktuelle Stunde. Das schon mal so als Rahmenbedingung. Herr Herrmann hat ganz eindeutig zu Beginn seiner Rede gesagt, dass es selbstverständlich wichtig ist, gefährliche, gewaltbereite Rückkehrer zu beobachten mit der ganzen Härte des Gesetzes und mit der ganzen Kraft der Polizei. Das hat er noch mal extra betont.
Wenn andere jetzt hier davon reden, dass wir hier Haiti-Dai, Herr Dr. Stamm sagt, Stuhlkreis und Ponyhof oder wir wären gegen Überwachung überhaupt und so, dann ist das einfach falsch. Wir sind dafür, dass gewaltbereite Leute überwacht werden, dass die ganze Härte des Gesetzes dort greift. Aber wir müssen uns bitte mal anschauen, wer da zurückkommt. Natürlich kommt ein Teil zurück, der ist gewaltbereit und gefährlich. Das sind Moslems oder später konvertierte Moslems, die von Hasspredigern und durch Videos über Monate, vielleicht über Jahre hier radikalisiert worden sind. Und die Leute, Minister Jäger spricht von circa ein Viertel, also von aktuell 10, die nach NRW zurückkommen, da müssen wir alles tun, dass da nichts passiert. Wir haben aber auch inzwischen eine Art Tourismus nach Syrien. Das sind junge Leute, ja, es sind Männer und auch leider auch immer mehr Frauen, die in sehr, sehr kurzer Zeit beschließen, nach Syrien zu gehen. Das ist für die eine Art Abenteuer, ohne groß nachzudenken, ohne wirklich tief infiltriert zu sein. Ich denke zum Beispiel an die beiden Mädchen aus Wien, die vor ein paar Monaten nach Syrien ausgereist sind, die nach 2 Wochen ihre Mama angerufen haben, die unbedingt wieder zurück wollten, die gesehen haben, oh Gott, was haben wir da getan, wir haben uns was ganz anderes vorgestellt. Und auch solche kommen zurück. Und da hilft keine 24-Stunden-Überwachung, sondern müssen wir gucken, an welcher Stelle haben die ihren Lebensplan, ihr Lebensziel verloren und wie können wir die wieder integrieren. Dementsprechend uns hier grenzenlose Naivität vorzuwerfen oder einfach ganz, ganz große Fässer aufzumachen vom Kampf gegen Islamismus. Unsere aktuelle Stunde geht um die Rückkehrer aus Syrien. Und selbst das haben viele von den Rednern noch nicht mal mit einem Wort erwähnt. Ich denke, die aktuelle Stunde war wichtig. Viele Sachen sind schon auf dem Weg. Aber Minister Jäger, Sie sagen, wir dürfen bei Prävention und bei Repression eine Seite nicht vernachlässigen. Wenn wir 3 Leute bei Wegweiser haben, Sie auf der anderen Seite aber 385 zusätzliche Beamte einstellen, dann machen Sie genau das. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Brandt. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Jäger. Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube, dass wir eine relativ politisch abstrakte Diskussion heute Morgen darüber führen, wer sich da eigentlich radikalisiert und wo denn der Schwerpunkt der Arbeit zu finden ist. Wenn man sich mal vor Augen führt, wir haben das versucht, indem wir in Nordrhein-Westfalen eine Vielzahl von Lebensläufen von Menschen, die in den Salafismus abgerutscht sind, analysiert haben, wen man eigentlich dort hat. Was sind das für Menschen? Ganz häufig, überwiegend immer noch, junge Männer, der Frauenanteil wächst stetig, junge Männer im Alter zwischen 18 und 25, alle in einer Lebensphase, wo sie nach Werten und nach Orientierung suchen, wo sie zugleich Versagenserlebnisse haben, sei es in der Schule, im Beruf, im Studium oder in der Partnerschaft, und die ein unterdurchschnittliches Selbstwertgefühl haben. Ist übrigens, das sind Eigenschaften, Charakterzüge, die für alle extremistischen Strömungen und Phänomene gelten, dass die dann besonders empfänglich sind. Der Salafismus hat aus unterschiedlichen Gründen noch eine zusätzliche Attraktivität. Das erste ist, es wird eine Ideologie versprochen, die für selbst komplizierteste Fragen des Lebens Antworten bereitet. Das zweite ist, dass der Salafismus damit wirbt, egal wer du bist, woher du kommst, ob du Christ warst oder ob du Muslim warst, der die Religion nicht ausgeübt hat, wenn du zu uns kommst, dann bist du wieder wer. Du bist bei uns anerkannt. Und das Gefährliche am Salafismus ist insbesondere der dritte Punkt, das Werben damit, diese extremistische Ideologie in die Tat umsetzen zu können, indem man sich dem angeblichen Dschihad in Syrien oder im Nordirak anschließt, man selbst aktiv etwas tun kann. Und das ist das Bedauerliche, dass der IS hochprofessionell im Internet wirbt, diese Kampfhandlung glorifiziert und die Brutalitäten, die Unmenschlichkeit dieses Bürgerkriegs gerade in Syrien dabei die Menschen gar nicht wahrnehmen, erst vor Ort erfahren. Das sind die Menschen, über die wir reden. So, jetzt egal, wie wir heute Morgen hier streiten, ich denke mal, wir sind alle einig, egal welche Anstrengungen wir unternehmen, wir werden es nicht schaffen, alle von dem Abgeleiten in diesen Salafismus
abzuhalten. Und genauso werden wir es nicht schaffen, dass jeder, der enttäuscht, desillusioniert, traumatisiert oder aber zusätzlich radikalisiert aus Syrien zurückkehrt, den zu deradikalisieren. Das wäre in der Tat naiv. Deshalb ist es wichtig, dass wir auf beiden Seiten arbeiten, Prävention und Repression. Und Herr Herrmann und Herr Stamp, man kann ja mal rummäkeln an solchen Projekten und sagen, das geht ja alles nicht schnell genug, größer, schneller, weiter. Im Rahmen der Salafismusprävention sind wir in Nordrhein-Westfalen einen Pfad gegangen, den andere erst noch suchen müssen. Wir haben hier Dinge entwickelt, die noch nirgendwo vorhanden waren. Wir haben für unsere Präventionsprojekte inzwischen große Akzeptanz, insbesondere bei denen, deren Hilfe wir brauchen, deren religiöse Kompetenz wir brauchen. Das sind die Muslimverbände, das sind die Moscheevereine, das sind die Imame, die wir damit eingebunden haben. Ich glaube, dass andere von dem wissen, was wir inzwischen über unseren Weg haben gewinnen können, die Erkenntnisse, die wir haben gewinnen können. Andere Länder, egal ob in Deutschland oder international, werden profitieren können, weil es dort sowas noch lange nicht gibt. Da ist immer schön, Schnelligkeit einzufordern. Ich glaube, dass wir hier in der Tat beispielgebend sind mit dem, was wir tun. Das Zweite ist in Richtung der FDP, Herr Lürbke, ritualhaft stellen Sie so dar, Rot-Grün würde Polizei abbauen. So, jetzt genauso ritualhaft, aber kontinuierlich, wenn Sie das sagen, werde ich darauf antworten. In Nordrhein-Westfalen wächst die Polizei, weil wir deutlich mehr Einstellungen vorgenommen haben als die Vorgängerregierung. Die wächst deshalb, weil die vorhandenen Ausbildungskapazitäten von uns konsequent ausgenutzt werden. Hätte Schwarz-Gelb diesen Mut und diese Entschlossenheit besessen, die wir haben, würde diese demografische Lücke ab 2018 gar nicht erst entstehen müssen. Um es deutlich zu sagen, Herr Lürbke, auch ritualhaft, diese Lücke ist die schwarz-gelbe Lücke, um es deutlich zu sagen. Letzter Punkt, den ich ansprechen möchte, Frau Güler, Sie verweisen darauf, was man in Baden-Württemberg, im grün-roten Baden-Württemberg macht, und verweisen darauf, dass da tatsächlich ein fünfseitiger Brief an die Schulen geschrieben wird. Ich sage Ihnen ganz offen, wenn man Radikalisierung verhindern will, wenn man Lehrer, Schüler, aber die Elternschaft über dieses Phänomen und deren Gefährlichkeit aufklären will, dann reichen keine Briefe, Frau Güler, sondern muss das angegangen werden, was wir in Nordrhein-Westfalen machen. Einerseits durch eine ordentliche Internetpräsenz zu informieren, aber vor allem gemeinsam mit Verfassungsschutz und dessen Analysekompetenz, dem Schulministerium, dem Integrationsministerium, die Schulen einzuladen, das haben wir bereits im letzten Jahr begonnen, das werden wir diesem Jahr noch weiter ausbauen, und denen erstmal zu vermitteln und sie zu informieren, was ist das, die Ideologie Salafismus, wie reagieren Schüler darauf, wie verhalten sich und vor allem, wie kann man damit umgehen. Ich glaube, das ist ein deutlich qualifizierterer Weg, den wir in Nordrhein-Westfalen gehen, als nur Briefe zu schreiben. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind damit am Schluss der Aussprache und ich schließe die Aktuelle Stunde. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3.